Die Lage der Pressefreiheit hat sich weltweit weiter verschlechtert. Nur noch in 45 Ländern ist sie gut oder zumindest zufriedenstellend. In 36 Ländern ist sie sehr besorgniserregend. Dort können Medienschaffende eigentlich gar nicht mehr frei und unabhängig arbeiten. So schlecht war die Lage seit mindestens 10 Jahren nicht mehr. Besonders im Umfeld von Wahlen sind Journalisten und Journalistinnen gefährdet. Wir sind besorgt, vor allem mit Blick auf das Superwahljahr 2024. Neben dem EU-Parlament wählen die Deutschen auch neue Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf Platz 10. Das ist vergleichsweise gut. Aber auch hier haben pressefeindliche Tendenzen zugenommen. Letztes Jahr haben wir 41 Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen gezählt. Und die Dunkelziffer liegt vermutlich weitaus höher. Manche bekommen sogar Morddrohungen. Besonders im Netz ist die Gefahr sehr groß. Afghanistan ist sogar um 26 Plätze gefallen. Dort gibt es unter der Herrschaft der Taliban kaum noch unabhängigen Journalismus. Der Einsatz für Pressefreiheit ist heute wichtiger denn je, denn es gibt keine Demokratie ohne Pressefreiheit. Macht mit und unterstützt unsere Arbeit!